Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Martin Report. Ja, wir stellen jetzt in unserem Haus eine süße kleine Lagerkiste des Helfers auf. Hier. Öffnen. Und jetzt packen wir da die restlichen Skulpturen rein, die wir so bekommen haben. Und dann müssen wir hier noch die Datenchips und das Eisen unterbringen. Das Eisen haben wir doch bestimmt auch noch einen Platz. Ja, hier bei Ack hat immer Kapazitäten. Aber ich sehe gerade, Ack geht demnächst das Holz aus. Da sollten wir ein bisschen Holz noch machen. Wir müssen jetzt eh komplett die Öfen ausräumen, dann können wir auch gleich noch ein bisschen Holz für Aki machen. Ja, es wird heute schon ein chilliger Tag werden, schätze ich mal. Also, die Folge wird recht chillig werden. Wir werden nur die Öfen ausräumen und mehr nicht. Ja, ich war jetzt gerade ein bisschen unten, weil ich Pfandflaschen runtergebracht habe. Halt zu helfen, die ins Auto einzuladen. Oh, komm, wir liebkosen sie nochmal. Ah, sie nennen das immer Darling. Komm, liebkosen. Oh, wie sie so umarmen, die ist so voll happy. Tschüssi. Und es bringt ein bisschen Punkte, oder ich weiß nicht, ob es zu Tuff kam oder dass wir jetzt Emily umarmt haben. So, dann laden wir mal sämtliche Maschinen nach, weil die ja zum Beispiel komplett aus ist. Ihr denkt jetzt, wir haben 120 Carbon-Stabern, das ist viel, aber es ist nicht viel. So, wir laden auch gleich alles nach, was jetzt Ack nicht geladen hat, weil der jetzt halt eigentlich gleich schlafen gehen sollte. Und ja, dann sind wir mal so nett und laden hier alles nach, dass alles mal wieder läuft. So, das wäre ein wunderschöner Tag. Ja. Heute ist es irgendwie voll warm draußen, es ist jetzt gerade Februar. Okay, es gab schon Februar-Tage, da wo ich halt einfach vor 2 Jahren mal bei uns auf so einen Sandhügel drauf geklettert bin, der ein paar Meter hoch ist. Das ist schon recht hoch und steil und da bin ich einfach mal hochgeklettert. Das war Mitte Februar, das heißt, es ist nicht mal nicht so ungewöhnlich, dass jetzt ja gerade so warm ist. Ist voll normal eigentlich. Aber keine Ahnung, freut mich, weil es halt die letzten paar Wochen war es halt immer so arschkalt, bis minus 20 Grad und das... Also es ist okay, wenn es halt im Winter kalt ist und es schneit, das ist in Ordnung, aber wenn es halt zu kalt ist und halt nicht schneit und einfach nur alles glatt ist, ist es halt beschissen. Ich bin die Woche einmal voll hingefallen auf dem Marktplatz, das war voll peinlich, vor allem weil da... Eigentlich wäre ich nicht hingefallen, weil es so einen Weg gibt praktisch an unserem Marktplatz vorbei. Aber da ist eine fette Baustelle, da kann man nicht gehen. Da muss man mitten über den Marktplatz gehen und den Marktplatz räumt keiner. Keine Ahnung, da wo alle Leute gehen, da räumt keiner. Und ja, dann hat es mich voll fett hergelassen. Aber ich habe nur ein paar blaue Flecken, also alles in Ordnung. Hätte schlimmer ausgehen können, denke ich mal. Wollen wir mal wieder ein paar Bronzebohre machen, würde ich fast sagen. Weil die braucht man eigentlich immer. So, können wir der Marte wieder einen Staubsauger basteln. So, Stahlplatten, das müssen wir auf jeden Fall auffüllen. Und Eisenholz hier müssen wir dann den anderen in Auftrag geben. Wir machen jetzt mal alles kurz, dass es passt. Hier. Mixer können wir vielleicht wieder ein bisschen bringen, aber ich glaube, die Tierknochen fehlen da zur Zeit. Hundefutter können wir herstellen, aber das bringt halt nichts. Teig. Komm, wir stellen mal einen Teig her. Bringt bestimmt was. Können wir mal kochen mit Teig, keine Ahnung. Ja, da machen wir mal wieder Faserstoff, wenn wir schon können. Faserstoff ist ja schon was, was es sehr häufig braucht. So, dann haben wir Dichtdings hier. Ach, du machst Leder. Kannst du noch mehr Leder machen? Weil die Leder brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir brauchen normales Leder, komm. Mach da nochmal 20. Ich hätte da gerne keinen Vorrat. So, du machst ja Edelalu. Mach mehr davon. Und dann müssen wir wieder auf Hartes umsteigen, aber jetzt erstmal ein bisschen Edelalu. So, jetzt die ganzen Schneidemaschinen. Bitte Hartholz ziehen. Wir haben keine Hartholz ziehen langsam. Scheiße, wir haben kein Eisenholz. Wie sieht es denn aus? Holzbretter macht auf jeden Fall auch irgendwer hier. Wichtig. Und Holz stellen wir dann auch gleich hier. So, Eisenholz. Du machst machst normale Holzbretter. 10 Stück, ja. Richtig machen. Und du machst, komm, du machst auch Holzbretter. Hier 25, viel Fun. Immer aufgefüllt. So, fertigen. Was wollte ich jetzt fertigen? Ich wollte irgendwas herstellen, genau, ich wollte Holz umwandeln.
Falls wir da genügend Holz haben, ist es dann Holz, 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 Holz. So, 200. Komm, wir machen gleich nochmal 200. Okay, komm, wir machen ganz viel, dass es halt echt mal nicht ausgeht. Ganz viel fertigen. Und einmal noch. Dann haben wir unter 1000 Hartholz. Ja. Und 6000 Holz. Das sollte für eine Weile reichen. So, du bist morgen fertig. Ich freue mich. Da kümmert sich dann der gute Akt drum. Und ich räume mal kurz alles auf. Alles sortieren. Ja. So, jetzt habe ich hier natürlich noch Stahlplatten. Ah, hier war Platz. Packen wir die Stahlplatten mal da rein. So. Jetzt wollte ich nochmal schauen, ob irgendwo Kacke rumliegt, dass wir. Ja, für Dünger bräuchten wir halt eigentlich noch Tierknochen. Das heißt, ich muss morgen mal ein paar Alpakas abschlachten. Kann man ja mal drüber nachdenken. Morgen ist noch Mays Geburtstag. Da schaue ich dann noch genau, was sie will. Also, weil Fotoalbum und Schmuckschatulle mag sie sehr gerne. Aber vielleicht, dass wir noch irgendwas haben, was noch ein bisschen mehr bringt. Also, wenn wir das eh gleich vorrätig haben, dann wird sich das ja anbieten. Liegt da noch Kacke rum? Nee, da haben wir heute schon eingesammelt. Schade. Oh, mir wurde ins Ohr gemute. Voll süß. Boah, wenn wir mal einen Bauernhof haben, dann mute es wahrscheinlich auch dauerhaft. Die bei Foundation war es dauerhaft mad. Ist auch richtig anstrengend. Okay, mein Haus geht gerade irgendwas vorbei. Ist mir aber eigentlich auch egal. Was war das, was da vorbeigegangen ist? Vorbeigeht. Ach, der Leo war. Den könnten wir eigentlich kurz eine Sonnenbrille machen, dass er sich freut. Sagt er eigentlich was wegen seinem Anhänger noch? Hey, diese Kette, die du mir gegeben hast, hat wirklich funktioniert. Ich fühle mich überhaupt nicht mehr unscheinbar. Ich werde das Ding nie aussehen, aber vielleicht beim Duschen. Hello. Gerne doch, Bro. I'm pretty good at many trades. Ja, cool. Nee, komm, wir machen den erst wieder was an diesem Feiertag. Kriegt er dann was? Ja, komm, da unten stehen ein paar süße kleine Alpakas, Lamas. Wir brauchen eure Knochen. Da ihr mir die nicht freiwillig gibt, muss ich euch leider töten. Holen wir noch ein paar? Okay, nicht genügend Ausdauer. Ja, ein paar Tierknochen sind es schon. Vielleicht können wir ein bisschen Dünger herstellen. Kannst du bitte doch hochgehen? Fähig ist etwas. So, Gast ist noch im Restaurant, aber den brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Das ist eigentlich so voll die unwichtige Person geworden. So, er wird halt wieder relevant, wenn wir halt irgendwas machen müssen. Also wenn wir irgendwie unser Haus ausbauen wollen, dann ist es relevant mit den Freundschaftsraum, aber so eigentlich nicht. Oh, unser ganzer Teig ist fertig. So, dann kannst du einen Dünger machen. Freut sich da arg, kann er wieder mehr düngen. Ja, morgen schlachten wir dann noch ein paar Alpakas mehr ab. Wir haben ja eben morgens ein Date, dann können wir vorher ein paar Alpakas holen. Ich möchte es nicht so sagen, dass wir halt Alpakas töten. So, da läuft alles, es läuft, es läuft. Liova rennt da noch rum. Was für eine wunderschöne Nacht. So, dann schauen wir mal mit Freundschaft, was wir morgen so machen. Emily. 52 Kilo auf 1,67. Okay, die ist größer als ich. Sie wiegt natürlich auch um einiges mehr. Ja, der ist voll groß irgendwie, okay. Und der mag Bücher und Fischrollen, okay. Hier hinten irgendwie was. Also es muss doch irgendwann mal wieder was geben, was hochsteigt. Zum Beispiel Polly. 31 Kilo auf 1,35. Interessant. Ja. Fremde. Von ihr kriegt man auch nichts. Das ist halt so, ja. Von ihr kriegt man wahrscheinlich nur ein bisschen Freundin, dann gibt es ja manchmal Geschenke. Interessant. Okay. Da ja jetzt alles auf unseren Hof läuft. Oh, das sollte man nochmal auftanken. Das geht uns sonst aus. Die Holzkohle immer. Lustig. Hier. Bitte halte durch bis morgen früh. Ja, dann können wir aber noch zwei hier in Auftrag geben, weil der ja nicht ganz voll wurde. Oh doch, der wurde auch ganz voll. Aber hier mach einen noch. Perfekt, du läufst auch. Das läuft hier alles.
Ja. Aki kann dann morgen alles schön einsammeln. Ja, komm, geh mal schlafen. Gibt nichts mehr. Gibt nichts mehr heute zu erledigen. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht bei einer super duper neuen Folge von My Time at Portia. Bis dahin, tschüss.